Wir verlassen jetzt Kahor und wandern den Pilgerweg nach Las Cabane. La Bastide Mana ist unsere nächste Station. Der Weg geht steil bergan über Treppenstufen. Hier jetzt noch einmal ein Blick über Kahor. Nachdem wir jetzt den Höhenweg erreicht haben, hier noch einmal ein Blick über Kahor mit seinen Brücken. Hier sehen wir jetzt noch einmal das Wahrzeichen Kahors, die Valendré-Brücke aus dem 14. Jahrhundert. Wir machen jetzt noch einen Zwischenstopp am Croix de Magne, einem Stahlkreuz. So, wir befinden uns jetzt wieder auf dem Höhenwanderweg und setzen jetzt unsere Reise fort. Es sind jetzt noch 9 Kilometer. Hier laufen wir jetzt durch das Weinanbaugebiet von Kahor. Hier ein Rundblick über die wunderschöne Landschaft und die Umgebung. Wir verlassen jetzt diese Straße und biegen dann links ab. Wir erreichen jetzt nach einem ziemlich steilen Anstieg einen Ort. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was das für ein Ort ist. Ich hoffe, da kommt noch ein Schild. Es fängt an zu regnen und wir haben noch 5,2 Kilometer vor uns. Wir sind jetzt in La Rosier bei der gleichnamigen Kirche und wir werden jetzt hier auch eine Rast machen. Das ist jetzt der Ort Villa Rosier.
So, dem Schild nach, jetzt noch 4,3 Kilometer. Landschaftlich sehr schön. So, noch 3,7 Kilometer. Es geht wieder steil bergan. Wir kommen jetzt hier an Mauerriss an, was auf ein ehemaliges Gebäude oder Wohnhaus schließen lässt. Auch im Hintergrund sieht man noch Mauerreste. Sieht also aus wie ein kleines Wohnhaus oder eine kleine Karte. Möglicherweise von einer verlassenen Siedlung. Wir tauchen jetzt nochmal Mauerreste auf, die auf eine Begrenzung dieser Siedlung hinweisen. Unser Zielort scheint allmählich in Sichtweite zu kommen. Nachdem es gerade mal wieder geregnet hat und jetzt wieder die Sonne scheint, haben wir unseren Zielort erreicht und werden uns jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Wir sind jetzt in Manha an unserem Zielort angekommen. Es ist ein beschaulich kleines, hübsches Örtchen. Das ist die Kirche von Manha, die leider auch verschlossen ist. Wunderschöne alte Steinhäuschen. Das ist das Rathaus von Manha. Und Gott sei Dank haben wir gegenüber in der Bar ein frisches, kühles, blondes bekommen.
Das ist das Schloss von Manhar. Leider nicht zu besichtigen, da es im Privatbesitz ist. Allerdings hat es eine öffentliche Bücherei.